Man dachte sich, wow, kann das nicht immer für immer einfach so bleiben? Aber nee, dann werden sie trocken und dann puff. Hallo, ich bin Aminata Belli und ihr habt uns Fragen zum Thema Afrohaare auf Instagram geschickt. Und ich werde jetzt mal beantworten, weil ich glaube, dass ich mich ganz gut auskenne mit Afrohaaren. Bist du stolz auf deine Haare? Ich bin super stolz auf meine Haare. Manchmal sagen Leute ja auch, wie kann man stolz sein auf Hautfarbe oder Haare, weil da hast du ja nichts selbst für getan. Aber ich finde, so ein Afro ist echt schon viel Arbeit und da kann man stolz sein, wenn der richtig blüht. Werden sie beim Waschen glatt? Ja, das kann ich jetzt so chemisch nicht erklären. Auf jeden Fall werden sie länger. Und früher war es auch so, als ich irgendwie meine Haare gewaschen habe und noch kleiner war, war das so der geilste Moment, Haare zu waschen, weil dann waren sie plötzlich bis zum Rücken irgendwie. Und man dachte sich, wow, kann das nicht immer für immer einfach so bleiben? Aber nee, dann werden sie trocken und dann puff. Wie kam deine Mutter mit den Haaren klar, als du ein Kind warst? Ich muss sie unbedingt nochmal fragen, woher sie weiß, was sie machen sollte. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gefragt. Aber ich glaube, meine Mama, die hat das auf jeden Fall gut gemacht. Die hat mir da immer irgendwie zu Zöpfen geflochten. Und ging schon. Ging alles. Man sieht auch manchmal sieht man so Kinder und Eltern und man weiß, oh Gott, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Weil die behandeln das Haar einfach so, als wäre es europäisches Haar. Das hat meine Mama nicht gemacht. Die hat gut auf meine Haare geachtet, so wie auf mich. Hattest du in deiner Kindheit und Jugend auch immer das Selbstbewusstsein, mit offenen Haaren loszugehen? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte aber auch nie so ein Afro in meiner Kindheit oder Jugend, weil ich meine Haare immer geglättet habe, bis ich so 19 war oder 20. Ich hatte eigentlich immer so ein Dutt, so ein ganz streng Dutt mitten oben auf dem Kopf. So. Wenn man halt mit dem Afro durch die Gegend läuft, dann gucken einen halt wirklich, die Leute gucken einen an. Und das ist so, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gibt es Situationen, in denen die Haare wirklich stören? Mich stört es manchmal, wenn ich im Theater oder im Kino oder so bin und ich das Gefühl habe, dass die Leute hinter mir nicht so viel sehen. Dann stören mich aber nicht die Haare, sondern meine eigene Einstellung, weil ich finde es doof. Weil eigentlich ist es halt so, wie es ist, aber irgendwie ist es ja auch, also ich kann es schon verstehen, wenn man dann vielleicht nicht sehen kann. Und dann denke ich so, also dann mache ich mir einen Zopf oder so, weil ich will, dass alle glücklich sind und was sehen können, so wie ich auch. Stimmt es, dass Leute die Haare oft anfassen wollen und wie findest du das? Ja, stimmt, absolut. Viele Leute wollen die Haare anfassen. Das ist halt so ein totales Thema, ne? Also da gibt es ja tausend Meinungen zu, aber die meisten Meinungen sind, das geht gar nicht. Ich finde es irgendwie gar nicht so schlecht, wenn die Leute die Haare anfassen wollen, weil das zeigt nur, dass die Leute Interesse daran haben und es ist ja irgendwie was Positives und dadurch kommt man ja ins Gespräch. Ich finde es nur nicht okay, beziehungsweise ich finde es nicht okay. Es ist nicht okay, wenn man Leute einfach in die Haare fasst. Wie siehst du es, wenn sich weiße Dreads machen? Ja, also, ich habe damit, also das ist so, ich sehe das jedes Jahr anders. Dieses ganze Cultural Appropriation Ding. Manchmal bin ich da echt so, wah. Und manchmal finde ich es total in Ordnung und cool. Und ich verstehe nicht, warum Leute sich darüber aufregen. Es ist halt, kommt halt drauf an, wie und so. Ne? Es gibt so ein Katy Perry Video, wo sie sehr viele komische Bezüge zieht und wo man am Ende so denkt, ey Mädchen, lass das einfach. Aber im meisten Fall finde ich es cool. Ich verstehe es, wenn Leute sich Cornrows machen. Ich verstehe es, wenn Leute sich Dreadlocks machen. Und ich verstehe es auch, wenn Leute sich irgendwie Bantu Knots machen und nicht wissen, was Bantu Knots sind, weil das kann man auch nicht erwarten. Und letztlich ist es doch einfach nur ein Kompliment, wenn jemand die Haare so trägt, wie man sie trägt. Außer, ich war echt sauer dieses Jahr, in Hamburg, ich komme aus Hamburg, da gibt es ja immer den Schlager-Move, ne? Und auf dem Schlager-Move hat jeder eine Afro-Perücke. Und das ist echt so, ich weiß nicht wieso, aber ich fand es voll nervig. Ich war nicht beim Schlager-Move, aber ich war zu der Zeit da auf der Schanze und es sind mega viele Afros an mir vorbeigelaufen und die eine hatte dann noch so Ohrringe drin und die sah aus wie ich und ich war so, dein Kostüm bin ich und das war irgendwie komisch, weil ich dachte, ich bin doch kein Kostüm. Nervt es dich, wenn andere dich um deine Haare beneiden? Ehrlich gesagt, ja. Das ist so ein komisches Kompliment, ich weiß nicht, also ich finde das, ja, es ist auch unangenehm irgendwie, weil was sagt man dazu, wenn jemand sagt, ich beneide dich um deine Haare? Ja, tut mir leid für dich. Schon oft Sprüche wie, du musst deine Haare ja nur waschen und dann sitzen sie gehört. Ist ständig. Also das finde ich so, ist auch okay. Dann erkläre ich erstmal nein, das ist meistens nicht so. Erstens, wenn ich sie wasche und nichts mache, dann stehen sie, wie man sieht. Und außerdem ist es auch so, es braucht schon viel Pflege und so, also es ist nicht nur so. Aber es gibt dann so Sprüche wie zum Beispiel,
in die Steckdose gefasst. Du denkst dir so, oh, du bist so doof. Hast du das Gefühl, dass Menschen öfter auf deine Haare reagieren als auf Menschen, die keine Afrohaare tragen? Ja. Aber ich kenne ja auch nur mein Gefühl. Ich weiß ja nicht, wie es ist, mit langen blonden Haaren durchs Leben zu laufen. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen schon mehr auf Afrohaare reagieren. Genauso wie auf Dreadlocks. Ist es begreiflich, dass manche Arbeitgeber Afrohaare als unprofessionell einstufen? Und hast du selbst Erfahrungen damit gemacht oder keinen Job bekommen? Ich persönlich habe damit keine Probleme gehabt oder so, weil ich aber auch in den Medien arbeite. So, da ist es ja, also ich kann auch Tattoos und Piercing haben. Aber ich habe auch eine Freundin, die arbeitet bei der Bank zum Beispiel. Und die hat immer Rasterzöpfe oder so oder glättet ihre Haare, weil sie nicht mit ihrem Afro in die Filiale gehen will. Und sie hatte mal Rasterzöpfe, die waren dann lila. Ich meine, das ist auch irgendwie unprofessionell. Aber da hat sie dann auch irgendwie gehört, dass es nicht so gut ist, wenn sie das macht. Hast du deine Haare jemals gehasst und dir glatte Haare gewünscht? Ja, immer, immer. Ich stand teilweise als, weiß ich nicht, mit 12 vorm Spiegel und habe geheult, weil es so schlimm war. Und ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn das Gefühl zurückkommt, weil es so furchtbar für mich war teilweise, weil ich nicht wusste, wie ich mit meinen Haaren umgehen soll, weil keiner so aussah wie ich, weil keiner das verstanden hat, weil es einfach zu viel war, weil es so schwer ist, die, wenn man nicht weiß, wie man sie am besten kämmt, ja, immer nass und mit Conditioner, und die kämmen will, wenn sie trocken sind, dann kann man nur ausrasten. Ich wollte immer am liebsten einfach meine Haare alle abrasieren und einfach nur glatte Haare haben, wie alle Mädchen, die mit mir sind auch. Zum Glück habe ich eines Tages das Gute an den Haaren entdeckt und bin jetzt glücklicher denn je, dass meine Haare so sind, wie sie sind, weil ich verstanden habe, wie ich damit umgehen muss und ich es immer mehr lerne und bin froh, dass ich meine Haare habe. Also, das war's von mir. Ich hoffe, wenn ihr Afro habt, dann embraced ihr euren Afro und wenn nicht, dann akzeptiert ihr andere Afros, so wie wir uns alle einfach gegenseitig akzeptieren. Das war's von mir und ihr seht euch dann hier beim nächsten Mal. Ich gehe dann. Tschüss. Soll ich weggehen? Nö.